Und zwar ist es wohl so, dass südlich der Bahnlinie die Polizei so rigoros Sperren errichtet hat, dass da einige hundert hängen, die hier hin wollen. Ja, Kolleginnen und Kollegen aus unserem Spektrum von den Demokraten, die hier hin wollen und nicht hier hinkommen. Ich finde das sehr ärgerlich und freue mich, wenn ihr jetzt mal richtig laut Buh ruft. Sagen, dass der Oberbürgermeister schon versucht hat, mit der Polizei zu reden, aber im Moment finden wir dort kein Gehör. Ich finde das sehr schade, weil das ja nochmal zeigt, wie viele Menschen hier auch gerne bei uns wären. Ich kann nur hoffen, dass sie im Laufe der nächsten halben Stunde dann doch noch durchkommen. Wir versuchen im Hintergrund weiter den Kontakt herzustellen, damit sie tatsächlich noch zu unserer Versammlung kommen oder zumindest zu dem anschließenden Zug, den wir hier durch die Nordstadt machen. Die geistigen Vorgänger der heutigen Nazis Männer, Frauen und auch Kinder gequält haben, die ihnen Widerstand geleistet haben, gequält und bis aufs Blut gefoltert. Die Dortmunder Polizei zog es aber vor, nicht weit von diesem Orte die Nazis aufmarschieren zu lassen und den Platz vor der Steinwache mit ihrem ganzen Equipment zuzustellen. Polizeiwagen, Wannen und Wasserwerfer. Ein Skandal in einer Stadt, in der der Widerstand besonders aus der Arbeiterschaft zwischen 33 und 45 immer noch hochgehalten wird. Wir finden, das ist ein Skandal. Gut, dass die VVN dort zu einer Mahnwache aufgerufen hat und eine ganze Reihe von Leuten, die erst bei uns waren, sind da hingegangen und werden dort jetzt die Steinwache vor den Nazi-Stiefeln schützen. Ich darf begrüßen den Präses der Evangelischen Landeskirche, Alfred Buss. Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Nordstadt, liebe vielfältigen Menschen mit einem wachen, gesellschaftlichen, demokratischen Gewissen, die Sie hier heute her auf den Nordmarkt gekommen sind. Ich habe dieses Bild mal gerade eine Stunde auf mich wirken lassen. Wie gut, dass heute ein buntes Zeichen der Vielfalt gegen die braune Einfalt gesetzt wird. Denn wir Menschen sind von Gott geschaffen, bunt und vielfältig. Und wenn Sie sich jetzt einmal umschauen, dann sehen Sie nicht nur 1000 Menschen, sondern auch einen Ausschnitt aus dieser Vielfalt der Schöpfung. So vielfältig hat Gott die Menschen gemeint. Die Schöpfung sagt uns, Gott liebt die Vielfalt und darum lieben wir als Christinnen und Christen die Vielfalt auch in diesem Land. Sie widersprechen der Botschaft von Gott als dem Schöpfer aller Menschen. Rechtsextremistische Anschauungen stehen in eklatantem Widerspruch zum Versöhnungshandeln Christi, das allen Menschen gibt. Und darum ist es unsere Aufgabe, Demokratie zu stärken und zu gestalten. Wir lassen uns nicht spalten. Wir suchen den Zusammenhalt über Stadtteilgrenzen, über Milieus und über Kulturgrenzen hier in Dortmund hinweg zu sichern. Ich glaube, Menschen mit dem Migrationshintergrund wohnen hier und die können wahrscheinlich uns hören. Dass wir heute da sind, das ist nicht ein Tag nur gegen Rechtsextremismus, das ist ein Tag für die Menschen hier, die hier in Nordstadt wohnen. Vielen Dank nochmal dafür. Friedrich Stiller hat mich als Vertreter der Muslime auch vorhin genannt. Und vorher der Präses hat einiges aus dem christlichen Bereich was gesagt. Und ich möchte ganz gerne aus dem Islam, um den Braunen mal was zu sagen.
als Menschen damals sich auf ihre eigenen Väter und eigene Familien berufen haben, das heißt rassistisch gedacht haben, sagt denen der Prophet Mohammed, lass die, die stinkt. Wir sagen den Braunen, lass die, die stinkt. Sagen wir jeden, auch von uns, der so denkt, sagen wir ihm, lass dich stehen. Liebe Freundinnen und Freunde, Dialog, Verständnis, Respekt, miteinander, füreinander, das ist unsere Zukunft und nicht die braune Soße. Vielen Dank. To laugh about.